Guten Morgen, verehrte Bürger von Berlin. Heute ist Donnerstag. Es ist ein wunderschöner Morgen. Ein neuer, herrlicher Tag im herrlichen Germania. Ein jeder von Ihnen hat Großes für das Vaterland zu erledigen. Ich möchte Sie daran erinnern, liebe Bürger, wenn Sie mit Ihrem Tagewerk beginnen, so bleiben Sie den Werten des Reichs treu. Als Teil Germanias sind Sie Teil der Herrenrasse. Und die Herrenrasse handelt mit Stärke und Ehrgeiz. Die Herrenrasse hasst Schwäche und strebt nach Perfektion. Sie ist ehrbar und rein, in Gedanken wie auch in ihren Taten. Sie ist ein begehrenswerter Teil der Menschheit, die sie mitbestimmt. In den letzten Monaten gab es große Fortschritte in Wissenschaft und Technik. Dafür sind jene verantwortlich, die ihr wahres Potenzial als Übermenschen erkannt und gelebt haben. Etwa Gerhard Günther, der einen Superlaser entwickelte, um damit in Afrika nach Diamanten zu schürfen. Oder Knut Kepler, der einen Wohnballon für die Kolonisierung der Venus erfand. Solch harte Arbeit zum Wohle des Reichs ist es, die jeder arische Mann und jede arische Frau anstreben sollte. Als Herrenmensch sind Ihr Geist und Ihr Körper rein. Sie sind allen anderen Rassen weit überlegen. Sie machen keine Fehler. Sie geben nicht auf. Sie sind gehorsam. Sie sind friedliebend, doch stets wachsam. Sie haben gute Arbeit geleistet und das die Menschheit durchsetzende Unkraut ausgemerzt. Doch es gibt noch mehr zu tun. Seien Sie wachsam und halten Sie nach undeutschem Verhalten in Ihrer Umgebung Ausschau. Hören Sie nachts merkwürdige Geräusche in der Wohnung Ihrer Nachbarn? Benachrichtigen Sie das Ministerium für Verhaltenskorrektur. Haben Sie eine Schwester mittleren Alters, die nie verheiratet war? Benachrichtigen Sie das Ministerium für Verhaltenskorrektur. Haben Sie einen Sohn, der undeutsches Gedankengut von sich gibt? Benachrichtigen Sie das Ministerium für Verhaltenskorrektur. Vergessen Sie nicht, solche Informationen über Ihre Angehörigen sind hilfreich. Geheimniskrämerei ist es nicht. Dies war eine Botschaft des Ministeriums für Volksbildung. Einen guten und produktiven Tag, Bürger. Sieg Heil! Arbeit unterscheidet den Menschen vom Affen. Entartete sind die Feinde der Menschheit. Wir sind die Herrenrasse. Wir leben in einer perfekten Gesellschaft. Die Zukunft gehört uns. Schwäche ist ein Fehler. Stärke ist eine Tugend. Geheimnisse sind undeutsch. Unsere Kultur feiert die Volksgemeinschaft. Entartete Kunst verdirbt den Geist. Gehorsam bedeutet Mut. Der Führer liebt uns alle. Der Führer macht keine Fehler. Der Führer weiß, was
was zu tun ist.